An einer Uni zu studieren beginnen, heißt natürlich, sich viel neues Wissen zu seinem Fachbereich anzueignen. Sich mit den Strukturen der Uni und der Bürokratie zurechtzufinden. Und für viele auch in einer neuen Stadt oder sogar in einem neuen Land zu leben. Dabei darf aber gerade die Vernetzung nicht zu kurz kommen. Die Uni ist auch ein super Ort, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und neue Freundinnen und Freunde zu finden, die die gleichen Interessen teilen, sei es fachlich oder persönlich. Am Studienstart ist es sehr hilfreich, offen für alles Neue zu sein und die vielen Angebote zu nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Willkommen beim erstsemestrigen Tutorium. Ich bin euer Tutor Michael. Ein paar von euch kennen sich vielleicht schon persönlich. Jetzt ist es aber an der Zeit, eure Studienkolleginnen kennenzulernen, die vielleicht die gleichen Fragen haben oder mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. Gemeinsam lassen sich solche Fragen oft leichter beantworten. Also fragt mich ruhig alles, was ihr noch über euer Studium wissen wollt. Die Welcome Days waren echt super. Ohne Anmeldung kann man herkommen und so viel erfahren. Allgemeines und studienspezifisches. Und ich kann hier und in den Pausen bereits einfach Kontakte knüpfen mit meinen StudienkollegInnen. Das erstsemestrige Tutorium klingt auch sehr interessant für mich. Muss ich mich dafür anmelden? Nein. Unser Tutorium findet in den ersten 2 Monaten des Winter- oder Sommersemesters wöchentlich statt. Und hier kannst du offene Fragen an Studierende aus höheren Semestern stellen. Wir halten das ganz unkompliziert und alle Interessierten aus unserem Studium können einfach vorbeikommen, ganz ohne Vorankündigung. Und wo finde ich da die nächsten Termine? Gibt's da eine App oder seid ihr auf Instagram? Falls du noch in keiner Gruppe dabei bist, melde dich einfach bei deiner STV oder lass dich von Studienkolleginnen einfach in eine Gruppe hinzufügen. Es ist überhaupt kein Problem, auch erst etwas später dazu zu stoßen. Auf den Social Media Kanälen der TU Graz, der HTU oder deiner Studienvertretung erfährst du immer wieder Wissenswertes zu Veranstaltungen, Terminen und wichtigen Fristen im Studium. Es zahlt sich also aus, diesen Kanälen zu folgen. Schau doch mal vorbei! Okay, jetzt weißt du, wie du am Laufenden bleibst. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie geht's danach weiter? Wo kann ich lernen? Wie komme ich zu Lerngruppen? Wenn die Geräuschkulisse vom WG-Putz, der erwiesenermaßen in Prüfungsphasen immer besonders dringend nötig ist, um dich herum das Einzige ist, auf was du dich konzentrieren kannst, das WLAN ständig ausfällt oder die Gesangsstunden der NachbarInnen unter der Dusche ausufern, ist es womöglich Zeit, den Lernort an die Uni zu verlagern. Dafür gibt es an Hochschulen allerhand Möglichkeiten, etwa eigene Lernzentren, Gruppenarbeitsräume, Einzelarbeitsplätze oder Bibliotheken. An der TU Graz gibt es eine Menge offizieller Lernplätze und Zentren. Eines davon ist rund um die Uhr und 7 Tage die Woche für dich nutzbar. Das HTU-Lernzentrum in der Infeldgasse 10. Dort gibt es Steckdosen, WLAN, abgetrennte Arbeitsbereiche für Lerngruppen und vieles mehr. Wusstest du, dass es an den Bibliotheken der TU Graz und für Navi-Studierende auch an der Uni Graz buchbare Gruppenarbeitsräume gibt? Diese kannst du für dich und deine Lern- oder Projektgruppe reservieren und in der ausgewählten Zeit nutzen. Natürlich stehen auch allen ruhige Einzelarbeitsplätze zur Verfügung. Das ist ja ganz schön viel Auswahl. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich jetzt am besten hingehe. Am liebsten dorthin, wo ich noch andere Studierende aus meinem Studium treffen und kennenlernen könnte. Guter Ansatz. So kommst du vielleicht auch gleich zu einer Lerngruppe. Ich erinnere mich noch an meinen Studienstart. Oh, da sind wir ja schon. Unsere Studiengruppe hat sich eigentlich in einem Zeichensaal gebildet. Aber jetzt kennen wir uns schon seit 4 Semestern und wir sind alle recht gut befreundet. Wir verbringen auch außerhalb der Lernräume viel Zeit miteinander, spielen regelmäßig Spikeball im Park oder sitzen beim Pubquiz zusammen. Zeichensaal? Und was zeichnen wir denn großartig in der Elektrotechnik? Nein, Zeichensäle sind nicht nur fürs Zeichnen da. Es gibt Zeichensäle für Architekturstudierende, außerdem auch für Studentinnen aus den Bereichen Bauingenieurwissenschaften sowie Maschinenbau und Elektrotechnik. Sie sind Studierendengemeinschaften, wo du dich vernetzen kannst. Du kannst von und mit höhersemestrigen Studierenden lernen, neue Leute treffen, Lernunterlagen erhalten und durch sie vielleicht sogar schon Kontakte zu künftigen Arbeitgebern knüpfen. Neben Lernplätzen, die dir dort zur Verfügung stehen, organisieren die Mitglieder auch Ausflüge und Events. Wow, ich wusste nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie ich andere StudienkollegInnen treffen kann. Aber das ist noch nicht alles.
Bei all den Angeboten, die du nutzen kannst, kommen wir fast gar nicht nach, alles aufzuzählen. Vielleicht hast du schon von den Studierendenteams gehört. Das bekannteste ist vermutlich das TU Graz Racing Team, bei dem du an der Entwicklung eines eigenen Rennfahrzeugs mitarbeitest. Oder vielleicht Roboter für Katastropheneinsätze entwickeln, mit der neuesten Geschäftsidee ein Startup gründen? All das und vieles mehr ist in den vielfältigen Studierendenteams der TU Graz möglich. Genau genommen zählen auch die Zeichenseele zu diesen Teams. Sportlich aktiv werden und andere Studierende dabei kennenlernen, kannst du in hunderten verschiedenen Kursen des Universitätssportinstituts, auch USI genannt. Achte dabei auf die Anmeldefristen im September für das Wintersemester und im Februar für das Sommersemester. Die Kurse sind meist sehr beliebt. Dein Musiktalent kannst du zum Beispiel in der HTU Big Band oder im Grazer Universitätschor weiter ausbauen. Für alle Musikinteressierten gibt es außerdem die Klangwerkstatt, die in Kooperation mit der Kunstuniversität Graz zu einem vollwertigen Tonstudio ausgestattet wurde. Ich weiß, ihr habt heute schon viel gesehen, aber ein paar Orte an der TU Graz möchte ich euch noch zeigen, nämlich die Labore. Hier im Makerspace zum Beispiel kann man viele Sachen schaffen. Es gibt alles von 3D-Drucker bis hin zu einem Lasercutter. Das FabLab organisiert regelmäßig Workshops für den Umgang mit solchem Equipment. Im eLab gibt es Lötstationen und spezielles Equipment für viele Arbeiten in der Elektrotechnik. Und im FeeLab findest du alles, was das Physikerherz begehrt. Wenn du also gerne praktisch arbeitest, experimentierst oder einfach einen 3D-Druck machen willst, kannst du dich an diese Labore wenden. Die Studierendenlabore werden von anderen Studierenden betreut und sind gleichzeitig ein Ort, um Studierende mit gleichen Interessen zu treffen und Gelerntes praktisch anzuwenden. Okay, jetzt habe ich noch eine blöde Frage, Michael. Bist du an der TU Graz angestellt? Kann man während des Studiums schon für die TU Graz arbeiten? Ja, du kannst dich auch direkt an der TU Graz engagieren, zum Beispiel als studentischer Mitarbeiter. Studentische Mitarbeiter? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber was arbeite ich denn damit? Studentische Mitarbeiterinnen gehören zum wissenschaftlichen Personal. Diese sind meistens direkt an einem Institut der Uni angestellt, selbstverständlich mit Bezahlung. Du arbeitest dann oft direkt mit Lehrenden zusammen und hilfst ihnen zum Beispiel bei administrativen Aufgaben in ihrer Lehre. Höhersemestrige Studierende werden auch immer für Tutorien gesucht, die es begleitend in einigen Lehrveranstaltungen gibt, um Inhalte aus dieser LV zu verinnerlichen und zu üben. Du wirst sehen, im Laufe des Studiums wirst du auch häufig von anderen Studierenden in Übungen betreut. Solche Stellen bieten eine tolle Möglichkeit, schon als Studi Einblick in die wissenschaftliche Praxis zu erhalten und vielleicht sogar den Grundstein für eine Karriere in der Wissenschaft zu legen. Nicht selten bleiben die Studierenden den Lehrenden dabei positiv in Erinnerung und werden gelegentlich auch gefragt, ob sie nicht später ihre Masterarbeit oder Dissertation bei ihnen schreiben wollen. Das merke ich mir auf jeden Fall für später. Jetzt aber noch was anderes. Das hat zwar nichts mit unserem Fach zu tun, aber vielleicht weißt du das trotzdem. Ich habe gehört, man kann Förderung fürs Wohnen und Studieren bekommen. Zum Beispiel Wohnbeihilfe. Hast du da vielleicht auch Infos? Bei solchen Fragen zu Sozialem wendest du dich am besten an die Hochschülerinnenschaft. Als Studierender ist man da automatisch Mitglied, indem man den ÖH-Beitrag einzahlt. Dieser Beitrag fließt dann in die Studienvertretungsarbeit und ist einmal pro Semester fällig. Also wie eine Gewerkschaft? Ja genau, die HTU ist die universitätsweite Vertretung aller Studierenden und bringt Probleme und Vorschläge bei der TU Graz ein. Verstehe, und bei Fragen zu meinem Studium kann ich dir da einfach eine E-Mail schreiben? Ja sicher, du kannst dich sowieso immer an deine Studienvertretung oder kurz STV wenden. Es gibt für jedes Studium eine eigene, die dir genauer helfen kann, wenn es um studienspezifische Fragen geht. Jede STV ist ein Teil der HTU. Sie wirkt auch an der Entwicklung von Studienplänen mit und sind bei der Auswahl von neuen Professorinnen involviert. Das Interessante bei diesen Vertretungen ist, dass alle diese freiwilligen Mitarbeiterinnen Studierende wie du und ich sind. Du kannst dort auch selbst mithelfen, wenn du Lust hast. Neben der Mitwirkung bei den Welcome Days oder der Organisation von erstsemestrigen Tutorien organisieren viele STVen Spieleabende, Ausflüge zu Buschenschanken und veranstalten natürlich auch Feste. Aber wenn du Fragen hast oder dich einbringen willst, stehen sie dir immer zur Verfügung, ob per Mail oder vor Ort in ihren Räumlichkeiten und bei Sprechstunden. Und wenn wir gerade bei Festen sind, besuch doch ein paar Events und Feste direkt an den Campusstandorten der TU Graz und lerne dort neue Leute kennen.
Das Feiern von bestandenen Prüfungen darf immerhin nicht zu kurz kommen. Einige STVen veranstalten Feste, zu denen natürlich auch Studierende aller anderen Fachrichtungen eingeladen sind. Dazu findest du immer wieder mal Flyer oder Plakate über die Campusstandorte verteilt. Das ist übrigens einer von vielen guten Gründen, immer wieder mal auch am Campus vorbeizuschauen. Über die Social-Media-Kanäle der HTU und STV gibt es ebenfalls viele Informationen, was gerade von den verschiedenen Studienvertretungen veranstaltet wird. Egal wie und wo du dich engagieren möchtest, genieße deine Studienzeit. Behalte deinen Studienfortschritt im Auge, nutze aber unbedingt auch die vielen Angebote, die dir außerhalb deiner Lehrveranstaltung zur Verfügung stehen. Lerngruppen, Feste und alles, was sonst noch dazugehört, machen ein Studium ebenfalls zu dem, was es ist.